Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem neuen Dead by Daylight Video. Und ich bin wieder der Überlebende. Ich habe meinen Rechner neu gestartet, ja. Und ich habe auch gerade mal noch nebenbei den Task Manager offen und ich sehe gerade, dass der Prozessor nur 35% ausgelastet ist. Und da an, ja, weiß ich, dass es schon mal nicht am Prozessor liegt. Ich bin momentan schon überrascht, wie das mit den Suchen geht. Also das ist nicht mehr so schlimm wie früher, dass, wo es halt rauskam, da hattest du ja immer die Probleme, da suchst du und dann, wirst du wieder zurück in die Lobby halt geschmissen. Also dann kommst du nicht zur Spielerlobby, sondern wieder in die normale Lobby. Das war halt früher ein sehr großes Problem und das ist cool, dass die das schon in den Griff bekommen haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht es jetzt mehr Leute spielen oder vielleicht spielt es auch weniger Leute und deswegen ist es besser. Ich weiß es nicht, aber es kann natürlich gut sein. Achso, und übrigens, wir sind jetzt doch zu viert, okay. Die Maus spinnt in dem Game halt am Anfang immer. Seht ihr das? Look at this. Ich kann nichts machen. Ich muss erstmal rechts hier gedrückt halten, bevor ich hier was machen kann. Voll krass. Ist jetzt läuft flüssig, seht ihr das? Ich kann das gerade noch gar nicht glauben. Nein, 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 nein. Nicht jetzt schon. Nicht jetzt, komm, hör auf. Hau doch jetzt mal ab! Was ist denn los mit dir? Digga! Aber penetranter Killer gerade, ey, meine Fresse. Er kommt gleich easy wieder, ich werd drauf. Weil er keine Hobbys hat, tatsächlich gerade so. Hä? Das ist ja mal mega die Scheiße, die ich jetzt hier rausgezogen habe. Ja, Alter. Alter, endlich. Ich finde das aber übrigens mega nice, dass sie jetzt Böller eingebaut haben. Das ist schon schön. So. Der wird gleich easy zum Schiff kommen, bin ich der Meinung. Ich kann es aber nicht beweisen. Wieso immer, wenn ich hier bin? Okay.
Monkey, der mir auf den Sack, aber der Killer, ey. Mein Sackgesicht. So. So wie ich den kenne, wird er jetzt herkommen. Ja, wird er. Oder auch nicht? Okay. Kann ich mit leben. Er kommt sowas von. Okay. Auf der Map kenne ich mich übrigens auch noch nicht hundertprozentig aus, da hier auf der Map habe ich erst zweimal gespielt. Könnt ihr mir, also wenn sich einer auskennt mit dem Spiel, könnt ihr mir sagen, wofür diese Totems gedacht sind? Echt mal cool zu wissen, weil ich weiß das nicht, ich sehe da keinen Sinn drin tatsächlich. Ich hätte wieder einen angehittet. Kann man machen. Bin irgendwie der Erste, der den Generator fertiggestellt hat. Okay. Alter! Ich habe mich gerade zum Glück gar nicht erschreckt. Meine Reflexe sind ja Schrott, deswegen muss ich aufpassen, dass nicht dieser Drücker kommt. Also, ne, dass ich da rechtzeitig drücken kann. Boah. Was ich immer hasse, ey, bei diesem Spiel werden meine Hände immer so schwitzig. Das ist nicht angenehm auf Dauer. Das ist halt so spannend tatsächlich. Ach ja. Sorry Leute, ohne Witz, das mache ich wirklich nicht extra. Scheiße. Oh mein fucking Gott. Was willst du, Snitch, hä? Das will er. Nein. Mich liegen oder was? Scheiße. Ich habe es zu spät gehört. Konnte ich mich nicht mehr verziehen. Das ist natürlich hart scheiße gelaufen. 100 Kacke. Ja, hier hänge ich jetzt. Zum Glück nur zum ersten Mal. Da sind meine Mates. Ich hoffe, dass sie rechtzeitig zu mir hinkommen, aber ich denke, da wird's kein Problem geben, die heilen sich jetzt erstmal selber und ich denke, dann kommen die. Also ich hoffe so. Ja, aber war gut, ja, der Automat, der ist fast fertig. Ja, danach müssen wir noch zwei, also ich denke, das werden die Überlebenden aber schaffen, wenn der natürlich jetzt nicht campt, versteht sich. Er ist vielleicht schon weiter weg oder so, aber ich meine, er kann trotzdem hier irgendwo stehen, wo er mich sieht. Und mich dann hier und dann die meine Leute wegsnacken, ne? Der wird locker jetzt gleich kommen, da wette ich alles drauf. Ja, er hat gedacht, so ob ich spinne. Also das ist nämlich nicht schlau. Hier liegt doch einer. Wo denn? Da hinten ist er dran. Scheiße, was mache ich jetzt? Wo ist der hin? Oh ja, das kaputt als Wutanfall. Okay, da ist einer von uns bestimmt dran. Ja? Ja, scheiße, da war echt einer von uns dran.
Er hat ihn kaputt getreten, der Sack. Ich war schon weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Da vorne, Scheiße. Mist. Boah, war das knapp. Oh. Na komm. Automatisch mal schneller fertig. Ich muss meinen Mates helfen. So, jetzt würde ich als Killer die Automaten abgehen. Was macht er? Ja, er geht die Automaten ab. Weil einem gesehen, das kann auch gut sein halt. So, das ist der Befehl. Dann schön abhauen. Ich schätze einfach mal, dass er kommen wird. Oder? Na gut, wird nicht. Hier ist wieder ein Haken. Hier ist der Ausgang, oder? Okay, hier ist ein Ausgang. Ah. Ist der nächste? Okay, einer fehlt noch. Wo ist der? Kenne mich hier halt absolut noch nicht aus. Einfach mal erstmal. Hä? Hallo? Ah. Einfach mal den Totem kaputt. Ich habe halt schon einmal gehangen. Ich muss halt jetzt mega aufpassen. Okay, der andere, der ist höchstwahrscheinlich jetzt tot. Schätze ich jetzt einfach mal. So. Boah, ich hoffe echt, dass mir einer Tipps geben kann, wie ich halt besser vorgehen kann. Denn, echt positiv. Echt nice. Nicht bewegen. Der hat mich nicht gesehen. Okay.
Ach du Scheiße! Habe ich mich gerade erschrocken. Sorry, dass ich ab und zu etwas ruhiger bin, aber ey. Das macht mich fertig, sag ich euch, wie es ist. Scheiße. Alter, geh raus, Kollege. Du musst rausgehen. Alter, so eine Scheiße. Der eine ist auch verletzt halt. Aber einer ist noch fertig komplett. So eine Scheiße. Mist, Mist, Mist. Boah, beinahe vergessen, die Taste zu drücken, Alter. Wäre ich übelst gefickt gewesen. Sorry für die Wortwahl. Ich hab mich so erschrocken. Alter Vater. Alter Vater, okay, ich werde das nicht überleben. Tatsächlich. Tatsächlich werde ich das echt nicht überleben. Mehr als Scheiße. Nein! Nein! Mann, oh. Mann, oh. Den schauen wir aber definitiv noch zu. Das ist echt eine coole Runde, was die hier machen. Genau, einer ist jetzt raus. Der eine ist noch da. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt noch lebt. Tot. Spielergebnis tot. Okay, wie sieht das hier aus? Nicht? Ey, wie scheiße ist denn das? Ich habe aber gut gespielt. Doch, also. Ne, einfach mal 4. Ach, Kacke, kann man ja gar nicht mehr zuschauen. Ich habe so viel gemacht, Alter, und ich komme da nicht ein höher, wenn so ein Punkt. Das ist doch lächerlich. Ob er es schafft. Ich hoffe, dass er es echt schafft. Schafft er nicht. Never. Never ever. Er kommt jetzt. Also er hört ihn ja schon die ganze Zeit. Ich meine, ist das nicht schon so heiß, dass er in der Nähe ist? Locker wird das ein richtig knappes Ding, so dass er es halt gerade so nicht schafft. Ja? Ne, es sieht gut aus tatsächlich. Es ist nice. Das ist auf jeden Fall nice. Nice. Das ist cool. Okay, cool. War aber auch ein sehr guter Killer. Das war cool. Ist ja so schade, ey. So. Ja gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über positives Feedback freuen. Kritik ist natürlich auch immer gern gesehen. Und ja, gebt mir auf jeden Fall Tipps zu dem Spiel, wie ich mich besser verhalten kann. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video von Dead by Daylight. Macht's gut und tschüss.